Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 110 Dunkle Verführung. Am Abend, nachdem Harry, Ginny und Hermine sich nach dem Treffen des Phönixordens von ihren Freunden verabschiedet hatten, verbrachten sie noch ein wenig Zeit zusammen. Sie waren in Harrys Wohnzimmer angekommen und Ginny kümmerte sich zunächst um Nicholas, während Harry und Hermine bereits das Ordenstreffen auseinandernahmen. Ich weiß nicht, Harry. Das Treffen hat zu nichts geführt. Ich frage mich, warum die sich überhaupt noch zusammenraufen, sagte Hermine, bevor sie sich auf die Couch fallen ließ. Harry öffnete die Packung seines Schokoladenfrosches, während er sagte, was Severus gesagt hat, stimmt schon. Als ich von Remus gehört hatte, dass der Orden wieder aktiv geworden war, da habe ich gleich daran denken müssen, ob das überhaupt möglich wäre, wo Arthur doch jetzt Minister ist. Es leuchtet mir schon ein, dass er dem Phönixorden nicht einfach freie Hand gewähren kann. Es wird nie mehr so sein können wie früher. Ginny, die mit dem Stillen fertig war und gerade aus dem Schlafzimmer kam, schlug schelmisch vor. Dann muss es eben eine andere Vereinigung sein, die gegen Hopkins angeht, wenn dem Phönixorden die Hände gebunden sind. Ich hab dran gedacht, sagte Hermine. Aber ich wollte es nicht sagen. Was nicht sagen? Fragte Harry mit großen Augen. Ginny antwortete an ihrer Statt und sagte, eine Gruppe wie Dumbledores Armee könnte Hopkins überwältigen, ohne dass mein Dad oder Kingsley und Tonks ein schlechtes Gewissen haben müssen. Das meint ihr beiden doch nicht ernst, oder? Doch, bestätigte Hermine. Wir meinen es ernst, Harry. Allerdings sehe ich momentan keine Veranlassung, überschnell handeln zu müssen. Arthur hatte ja gesagt, dass es um Hopkins ruhig geworden zu sein scheint. Es gab keine Anschläge oder Todesfälle in den letzten Monaten. Der letzte verzeichnete Anschlag war der in Spanien. In Schottland war es der, bei dem die Schülerin verletzt worden war. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Hopkins für das, was er bereits getan hat, zur Verantwortung gezogen werden muss. Und wenn weder unser Minister noch der andere etwas gegen Hopkins ausrichten kann, dann müssen es andere versuchen. Harry ließ sich alles durch den Kopf gehen, bevor er ihn schüttelte und sagte, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich will nicht mehr so viel Aufregung in meinem Leben haben. Hey, du wirst eine Weasley heiraten, warf Ginny lächelnd ein. Und das bedeutet pure Aufregung, mein Schatz. Harry musste kurz auflachen, doch er wurde schnell wieder sehr ernst, bevor er sagte, ich will nur nicht, dass irgendjemandem, den ich kenne, etwas Schlimmes passiert. Ich will das nicht mehr. Ginny setzte sich neben Harry und ergriff mitfühlend seine Hand, als es plötzlich klopfte. Severus trat ein, nachdem Harry hereingerufen hatte. Ah, das Treffen ist also zu Ende. Ich vermute zwar, dass ich umsonst den Weg nach oben gemacht habe, aber ich wollte nachfragen, ob ich womöglich doch etwas Wichtiges verpasst haben könnte, sagte Severus, der sich derweil den Dreien genähert hatte. Wegen Severus ließ Ginny Harrys Hand los, weil die Anwesenheit ihres Lehrers ihr unangenehm war. Mit einer Handbewegung bot Harry seinem Kollegen einen Platz an und nachdem der sich gesetzt hatte, sagte Harry, es gab nichts Interessantes mehr, Severus, über das wir noch gesprochen hätten. Severus kniff die Lippen zusammen und fragte gleich darauf leicht erbost. Warum sollte ich mich dann erst setzen? Hermine erklärte. Wir überlegen, ob wir selbst aktiv werden sollten und... Wie bitte? Den Phönixorden hintergehen und Hopkins selbst in die Schranken weisen?
Ich hoffe doch, dass sie alle nicht unüberlegt handeln werden, unterbrach Severus. Das war nur eine erste Idee, sagte Harry. Wir haben überhaupt nichts Konkretes besprochen, aber der Gedanke ist natürlich aufgekommen. Aber was sollte man als erstes tun? Fragte Ginny. Informationen sammeln, kam von Severus wie aus der Pistole geschossen. Ginny stutzte, bevor sie eine Idee preisgab. Man könnte sich einfach mit einem Tarnzauber belegen und sich in die Höhle des Löwen wagen. Von Hermine kam ein Einspruch, denn sie sagte: Und was, wenn diese Leute Wärmesensoren benutzen? Oder womöglich Infrarotkameras? Wie wir ja wissen, rüstet Hopkins auf, und so viel Geld wie der hat, kann er sich die beste Muggeltechnik leisten, die es gibt. Mit Tarnzaubern kommen wir nicht durch, wenn er... Severus unterbrach und sagte: Das meinte ich mit Informationen sammeln. Man muss Wege finden, solche Dinge herauszubekommen. Ich möchte an dieser Stelle nicht suggerieren, dass sich jemand dieser Sekte anschließen sollte, aber man könnte diesen Pub aufsuchen, in welchem Mundungus die Gespräche belauscht hatte. Es scheint ja so, als würden sich Hopkins und seine Männer dort regelmäßig treffen. Wir sollen nur lauschen? Fragte Ginny. Severus rollte mit den Augen, bevor er empfahl: Wie wäre es mit Stab und wortloser Legilimentik? Aber das beherrscht ja keiner von ihnen. Man könnte es Hopkins natürlich nachmachen und einen seiner Leute entführen, um ihn mit Veritas-Serum zu füttern. Allein die Drohung damit hat ja, wie ich gehört habe, bei Mr. Abello wahre Wunder bewirkt. Severus! Sagte Harry wütend und durch die Zähne zischend, um seinen Kollegen zurechtzuweisen. Ginny hatte ihren Lehrer jedoch sehr wohl verstanden und fragte verdattert nach: Pablo Abello? Was ist mit ihm? Wer hat ihm mit Veritaserum gedroht? Ah, man hat sie darüber offensichtlich nicht in Kenntnis. Harry stand auf und mahnte Severus: Was fällt Ihnen ein? An seinem Arm fühlte er plötzlich Ginnys Hand, die ihn wieder auf die Couch zog, bevor sie Severus mit unsicherer Stimme fragte: Was wissen Sie über Pablo? Severus schaute erst Harry an, der ihnen seinen bösesten Blick zuwarf, doch daran störte er sich nicht, denn er antwortete: Er sitzt immer noch im Ministerium in einer Untersuchungszelle und wurde dabei von Kingsley und ihrem werten Vater verhört. Denn es handelt sich bei Mr. Abello um einen treuen Anhänger von Hopkins, der absichtlich auf Sie, Miss Weasley, angesetzt worden war. Während Ginny der leisen Stimme des Zaubertränkelehrers gelauscht hatte, hatte sich ihre Atmung beschleunigt und ihr Herz schlug wie wild. Denn ihre Eltern hatten ihr davon überhaupt nichts erzählt. Harry hatte sie ebenfalls ein wenig enttäuscht, denn wie es aussah, wusste auch er davon und er hatte ihr nichts gesagt, weil er sie in dieser Angelegenheit schonen wollte. Auf mich angesetzt? Fragte sie mit zitterndem Stimmchen nach. Nachdem Severus genickt hatte, fragte sie genauso leise: Warum? Weil man sich erhofft hatte, dass Mr. Abello aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Harry bei ihnen Anklang finden würde, antwortete Severus ehrlich. Vor lauter Scham wurde ihr Gesicht ganz heiß und sie ahnte, dass sie rot glühende Wangen haben musste. Sie blickte in ihren Schoß, fragte jedoch: Woher wussten die, dass sie damit Erfolg haben könnten? Severus erklärte mit plötzlich sehr ruhiger Stimme: Ich nehme an, sie wussten aus dem Tagespropheten, dass sie und Harry... Er beendete den Satz nicht, denn jeder konnte sich denken, was gemeint war. Ginnys Unterlippe begann zu zittern, doch das hinderte sie nicht daran, weitere Fragen zu stellen, denn sie wollte wissen: Was haben die sich davon versprochen, mir Pablo auf den Hals zu hetzen? Ah, das sind alles nur Vermutungen, Miss Weasley. Womöglich wollte man einfach nur etwas mehr über unsere Welt erfahren. Und mit ihrem Vater als Minister konnte man durch sie doch wunderbar an ihn heran, erklärte er. Im Hintergrund begann Nicholas zu weinen, was Severus zum Anlass nahm, hinzuzufügen:
Aber der Verlauf ihrer Beziehung mit Mr. Abello schien Mr. Hopkins gar nicht gefallen zu haben. Demonstrativ blickte Severus an Ginny vorbei zur Schlafzimmertür, aus der das Babygeschrei kam. Ginny schluckte und entschuldigte sich, bevor sie das Wohnzimmer verließ und die Schlafzimmertür hinter sich schloss. Wütend fragte Harry mit gedämpfter Stimme: Warum haben Sie das getan? Ginny wusste bisher nichts davon und es hätte auch so bleiben sollen. Warum haben Sie ihr das alles gesagt? Mit ruhiger Stimme rechtfertigte sich Severus, indem er sagte: Wäre ich an Miss Weasleys Stelle, dann hätte ich es wissen wollen. Hermine schnaufte aufgebracht und zeterte. Und da haben Sie gedacht, es wäre allein Ihre Pflicht, ihr davon zu erzählen? Sie wurde sarkastisch und sagte: Immerhin haben Sie eine so äußerst feinfühlige Art an sich, nicht wahr? Ich habe nie eine Notwendigkeit darin gesehen, Wahrheiten behutsam mitzuteilen. Man muss Miss Weasley nicht in Watte packen. Sie mag eine weiche Schale haben, aber ich bin mir sicher, dass sie einen harten Kern besitzt, antwortete er nüchtern. Mag sein, Severus, bei Ihnen scheint das ja genau umgekehrt zu sein. Hermine hielt inne, weil Severus aufgesprungen war und sich bedrohlich über ihr auftürmte. Plötzlich schoss er nach vorne und ergriff mit beiden Händen die Rückenlehne der Couch, auf welcher Hermine saß, sodass er nah an ihrem Gesicht war und sagen konnte: Hüten Sie Ihre Zunge und wagen Sie es nicht noch einmal, mich in Anwesenheit anderer lächerlich zu machen. Hermine blieb, sofern es ging, ruhig und konterte: Ich mache Sie nicht lächerlich. Und außerdem ist es ja nur Harry, der noch hier ist. Er reagierte nicht, sondern hielt sich weiterhin so dicht bei ihr auf und starrte sie an. Weil er sowieso schon wütend war, riss sie sich zusammen und sagte völlig unverhofft mit flüsternder Stimme: Ihre Augen sind seit mehreren Wochen braun, Severus. Immer wenn Harry oder ich in ihrer Nähe sind, verändern sie ihre Farbe. Minimal riss Severus wegen dieser Erkenntnis die Augen auf und Hermine bemerkte, dass er verwirrt schien. Bevor sie jedoch irgendwas fragen konnte, richtete er sich auf, aber er schaute sie weiterhin verdutzt an. Wie er auf diese Information reagieren sollte, war ihm ein Rätsel. Er war gleichermaßen irritiert und entsetzt. Mit weit aufgerissenen Augen beobachtete Harry seinen Kollegen, der von Hermines Worten wie vom Blitz getroffen schien. Mutig fragte er: Severus, warum ist das so? Severus wandte seinen Blick von Hermine ab und schaute zu ihm. Harry war sich sicher, dass er Severus' jetzige Mimik schon einmal gesehen hatte, nämlich an dem Tag, an dem die Presse Hogwarts besucht hatte, an dem Tag, an dem Severus seine rätselhafte Anspielung gemacht hatte. Zu Boden blickend verweilte Severus ruhig auf dem Fleck und erschien sehr angestrengt nachzudenken, bevor er mit leiser Stimme sagte: Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat. Was ist damals passiert? Wollte Hermine wissen. Doch sie hatte wieder einmal den falschen Moment erwischt, denn Severus war nicht bereit zu antworten. Harry versuchte es noch einmal und sagte, an die Worte seines Kollegen denkend: Sie sagten einmal, dass jedes Gefühl vor 20 Jahren für immer begraben worden war. Severus blickte verschreckt auf, denn er war erschrocken darüber, dass Harry sich jene Aussage so gut gemerkt hatte. Trotzdem, oder gerade deshalb, schien Severus jedoch nicht willig zu antworten, sodass Harry in seinen Erinnerungen wühlend anfügte: Und irgendjemand hatte gesagt, dass alles für immer verloren wäre. Harry stand von der Couch auf und blickte Severus in die Augen, bevor er wissen wollte: Was, Albus? Hat er das damals gesagt? Kaum vernehmlich hörten Harry und Hermine die vertraute Stimme gedankenverloren antworten: Es gab keinen anderen Weg.
Es war zu erahnen, dass Severus mit sich selbst gesprochen hatte, denn wieder blickte er zu Boden und schien sich von Erinnerungen einnehmen zu lassen. Nicht geschmeidig wie sonst, sondern schwunglos, als würde er ein enormes Gewicht hinter sich herziehen, ging Severus zur Tür hinüber. Doch Hermine hielt ihn auf, indem sie sagte: Severus, warten Sie, ist alles in Ordnung? Soll ich vielleicht mitkommen? Severus drehte sich zu den beiden um. Er blickte Hermine und dann Harry an, bevor er mit noch immer unsicherer Stimme sagte: Nicht notwendig, wir sehen uns morgen. Morgen würde er Harry, wie üblich, in der großen Halle beim Essen sehen. Vielleicht auch mal während der Pausen, wenn sie ein Auge auf die Schüler werfen würden. Und Hermine würde er antreffen, wenn er nach dem Unterricht in sein Büro gehen würde. Mit einem leisen "Bis morgen" verabschiedete sich Severus, bevor er Harrys Wohnung verließ. Harry und Hermine blickten sich eine Weile an, bevor sie sich wieder setzten und jeder für sich über Severus nachdachte und über das, was ihm vor 20 Jahren widerfahren sein konnte. Hermine, sagte Harry, damit sie ihn anschauen würde. Sie hob jedoch nicht nur ihren Kopf, sondern veränderte ihre Sitzposition, sodass sie ihm zugewandt neben Harry saß. Harry sagte: Ich glaube, du könntest mit deiner Theorie recht haben. Es muss ein Fluch oder ein Trank gewesen sein, der ihn so gemacht hat. Sie nickte sanft und fügte hinzu: Ich denke aber auch, ich liege damit richtig, dass Albus davon weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er davon wusste oder es sogar unterstützt hatte, Hermine. Warum Albus? Wollte Harry wissen. Gerade Albus, Harry, antwortete sie ihm. Sie holte einmal tief Luft, bevor sie flüsternd anhängte. Wenn nötig, geht Albus über Leichen, auch wenn es nur seine eigene ist. Während seines Weges in die Kerker gewann Severus wieder an Beweglichkeit. Je weiter er sich von Harry und Hermine entfernte, desto klarer wurde sein Kopf. Der Abstand zu den beiden ließ ihn wieder zu seinem vertrauten Ich werden und er fragte sich, warum es jetzt nicht mehr nur Harry war, der dafür sorgen konnte, dass es ihm wie aus heiterem Himmel schlecht ging. In seinem Schlafzimmer angelangt, griff er sich zwei Bücher aus einem mit drei Zaubern geschützten Schrank, mit denen er sich in sein Büro begab. Im Büro selbst legte er beide Bücher auf sein Pult und er begann in der neu aufgeflammten Hoffnung, in ihnen zu blättern. Doch eine Lösung finden zu können oder aber die Bestätigung dafür, dass es keine geben würde. Es blieb nicht bei den beiden Büchern, denn er musste andere zu Rate ziehen, sodass er sein Pult verließ, um sich des Platzes wegen auf einen der größeren Tische im Labor auszubreiten. 5 aufgeschlagene Bücher lagen über seine Recherche bereit und immer wieder sprang er zwischen ihnen hin und her, um Verknüpfungen finden zu können, wenn es denn welche geben sollte. 8 Bücher. 2 davon über dunkelmagische Vorgänge waren es bereits geworden, als ihn um 3 Uhr nachts das Verlangen nach einer Tasse Kaffee überkam, die er bei einem müden Hauselfen bestellte. Um 4:30 in der Früh hatte der gleiche Hauself, nur diesmal mit einem grimmigen Gesichtsausdruck, dem Professor eine Kanne mit 1,5 Litern frisch gebrühtem Kaffee gebracht. Während Severus zwischen 11 Büchern hin und her wechselte und sich immer wieder Notizen machte. Morgens um 7:30 legte er die Feder beiseite und sagte zu sich selbst mit entschuldigender Stimme: Es ist zwecklos. Es war zwecklos, denn den gleichen Eifer hatte er damals schon in den Tag gelegt. Er hatte die gleichen Bücher konsultiert, die gleichen Gedankengänge gehabt und sich die gleichen hoffnungsvollen Notizen gemacht, nur um am Ende festzustellen, dass er so weiterleben musste wie bisher,
denn es gab für seine Situation keinen Ausweg. Durch den nächtlichen Kaffee machte er sich mit geübtem Antrieb daran, sein Badezimmer aufzusuchen, um wie üblich zu duschen und sein Haar mit schützendem Balsam zu benetzen. Denn gleich nach dem Frühstück würde er die Erstklässler unterrichten, Slytherin und Gryffindor. Da benötigte er jeden Schutz, den man sich nur ausdenken konnte. Die Unordnung in seinem Labor längst vergessen, stürzte sich Severus ins Tagesgeschehen, welches mit dem vertrauten Frühstück neben Harry und Hermine in der großen Halle beginnen würde. Seine letzte Unterrichtsstunde des Tages sollte um 13 Uhr beginnen. Überpünktlich hatte Severus den Klassenraum erreicht und innerlich stöhnte er, denn die jetzigen Schüler bestanden aus den Siebtklässlern, wieder Slytherin und Gryffindor. Alle Schüler hatten sich bereits vor ihm im Klassenraum versammelt, sodass er gleich mit dem Unterricht beginnen konnte. Doch bevor er den heutigen Stoff ansprechen konnte, trat Miss Weasley an sein Pult heran. Gerade wollte er seinen Mund öffnen, um Punkte abzuziehen. Da hielt sie ihm ein Stück Pergament vor die Nase, welches er entgegennahm, entfaltete und in Gedanken las. Lieber Severus, bitte vergiss nicht unsere Verabredung heute um 15 Uhr in meinem Büro. Albus. Diesmal stöhnte Severus hörbar. Denn vergessen hatte er den Termin zwar nicht, den Albus ihm nach dem Vorfall an Halloween gegeben hatte, doch er hatte gehofft, dass der alte Mann ihn vergessen hätte. Danke, Miss Weasley. Setzen Sie sich, sagte Severus, bevor er noch vor 13 Uhr mit dem Unterricht begann. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.